So, ich muss die Weinhandlung besuchen. Die Weinhandlung. Mann, die LKWs da draußen machen einen Lärm, Alter. Wir können die Straße lang rennen. Naja, Loot. Wo ist Loot? Ja, von XP sammeln. Und wegfeuern den Mist. Wir können die Straße draußen lang rennen, theoretisch. Braucht man den Handdrill? Brauchst du, glaube ich, für irgendwas? Oder wir rennen hier dringend zurück. Ich glaube, es geht auch, oder? Drei Croutons brauche ich. Emilia braucht man gar nicht mehr, oder? Das haben die ja doch durch die Nudeln ersetzt. Ich Idiot, ich sammle Emilia und schmeiße die Nudeln mal alle weg. Oh, nice. Und eine Thermaluhr. Ich weiß nicht, taugt alles nichts, um Kohle zu machen. Das ist gut. Schussdrille und Xeno findet man doch relativ häufig. Brauche ich jetzt also auch nicht mitnehmen. Handbohrer doch nicht schon ein bisschen. Die Hartgesottenen sind wieder da. Fast wären wir unbescholten davongekommen. Ёбнули нашего!
die meinen es ernst. Man kann es nicht anders sagen. Wir sind nicht zum Spaß hier. So, die Weinhandlung besuchen. Das heißt, nur die Weinhandlung besuchen. Oder muss ich die Flasche noch? Stand aber nichts von Flasche finden. Hey, geil. Alter, geh mir aus dem Weg. Das war meine Richtung, Alter. Oh, warte mal. Wir können vielleicht auch von hinten in die Weinhandlung rein. Die hat einen Hintereingang, aber ich weiß nicht, ob wir von hier aus da hinkommen. Eigentlich habe ich genug. Ja, können ja mal einsacken. Loot XP. So. Ja, Loot XP. Den haben sie mit dem Kissen erstickt. Im Schlaf. Okay, das brauche ich. Marmboros brauche ich. Brauche ich eigentlich nicht. T-Plax. Ja, dieser große Handdrill, der macht mir das Leben zur Hölle hier. Die Küche hat geschlossen. Warte mal, was ist denn das? Krotons muss ich noch mitnehmen. Ach komm, ja, die Bolzen auch weg. So, das war nämlich operational. 3 Krotons, wie viel Stück? Ah. 1 wahrscheinlich, aber nehmen wir mal beide. Elenden Bohnenfresser. Nee. Sieht nicht so aus, als würden wir das Haus hochkommen, oder? Cool.
Ja, doch, doch, oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Sparkplug, das brauchen wir eigentlich auch. Aber wenn du sie brauchst, findest du sie dann nicht mehr. Okay, leckere Treppe, das sieht doch gut aus. Naja gut, das Thermal-Dings brauche ich ja etwas für meine 60er Magazine zum Tauschen. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Okay. Schönes Ding. Oblitschkis. Sehr nice. So, und jetzt ging es doch hier irgendwie in die Weinhandlung rein. Schnauze! Sind die Pisspötter hier? Einer ist weg. Schau ihn da an, diese gottverdammte Pussy. So spricht er über seinen Freund, der sein Leben fürs Squad gelassen hat. Den umgelegt. I see the enemy. Aber es zwirbelt. Es zwirbelt im Gebälk. Alter. Blöder Hund. Ich würde ihn gerne looten.
correct it. Scheiße. Ich habe nichts mehr gegen schwere Blutungen. Ja, doch, das AFAK. Mann, schon wieder die Zeit im Nacken hier. Wir haben. Mann, wir sind doch gerade aus auf die Map gekommen. So, essen und trinken, dann geht's hoch. Wir müssen die Arschlöcher platt machen. Die haben den gelootet? Nee. Kopfhörer, Mist. Ach komm, jetzt hier weg, den Scheiß. Ja, den Dreck auch weg. Metal Parts weg, Alter. Die haben den eine Waffe weggenommen, habt ihr das gesehen? Die haben den richtig nackig gemacht. So, ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht noch die Weinpulle suchen, also. Okay, doch. Nee, das ist er nicht. Ich hab's. Geil. Geil, geil. Jetzt muss ich bloß noch rauskommen. Und das ist... Ammo Checkpoint P.
Police. Mist. Mann, hier schießt doch schon wieder einer die Scheiben weg, Alter. Wie soll ich denn hier heil rauskommen? Ich sehe aber keinen. Alter, der hat wohl die Waffe geklaut. Der blöde Hund. Ich sehe sie nicht mal. Mann, 2 Minuten. Vor Wut. Aber wir müssen. Oh, wir müssen. Oh, komm schnell. Schnell, schnell, schnell. Die Zeit ist halt irgendwie auch das Ding, Alter. Die Zeit drückt dich hier. Ich hatte irgendwie noch nie so ein Zeitstress. Klar, manchmal, wenn du sagst, okay, oh, ich muss los zum Exit und dann läufst du und dann schaffst du es nicht. Ja, da ist der Stress, aber sonst normalerweise habe ich, wenn ich mich jetzt so erinnern müsste, nie wirklich so richtig Zeitstress gehabt. So wie jetzt hier, wo ich dachte, oh, scheiß die Wand an. Du musst hier raus. Oh, wir haben es geschafft. Geil.